Ja, herzlich willkommen zu der ersten Baufolge. Wie ihr es im Titel schon gelesen habt, bauen wir eine Luxusvilla. Ja, jetzt brauchen wir erstmal ein passendes Grundstück. Wo stellen wir denn überhaupt hin? Hier würde ich sagen. Mal gucken, ob das groß genug ist. Ja, machen wir so. Luxus. Luxusvilla, genau, machen wir das. Dann gehen wir doch da direkt mal drauf. Ja, wir bauen jetzt eine Villa. Ich habe ja gesagt, es kommen Baufolgen, jetzt kommen auch welche. Ich weiß nur nicht, wie lange diese Baufolge hier gehen soll. Oh. Dann müssen wir erstmal hier ein bisschen gerade machen. Genau. Müssen wir nur gucken, ob wir jetzt mit Fundament oder ohne. Ich würde aber mal sagen, dass wir mit Fundament. Fundament können wir ja halt. So. Ein bisschen großes Grundstück. Ich würde mal sagen, fangen wir hier mal so an. Okay, nicht zu groß. Nein, ist ein bisschen zu. Ja, genau so machen wir das. Dann kann hier vielleicht noch ein Auto hin. Bin ja am Überlegen, baue ich das jetzt hier noch an für so ein Klick. Wenn ich eine Garage bauen würde, würde es den Rahmen sprengen. Müssen wir mal gucken. Oder ich. Na, jetzt habe ich doch eine andere Idee. Genau. Nein. Müssen wir kurz drehen. Genau. So. Dann gehen wir zu dem Wandtool. Der Eingang kommt ja hier vorne hin. Die sollen ja auch einen schönen Garten hinten haben. Diese müsst ihr einziehen. Mal sagen, ich mache noch so eine Terrasse hier vorne hin. Dann mache ich das jetzt so. So. Und noch eins. Den Rest halt so. So, schon gesagt, die sollen ja ein Vor, nochmal so, so mache ich das jetzt so rum, ja. Hoch.
Muss ich gucken, also hier ist der Eingangsbereich. Soll ich noch einen kleinen Flur machen? So. 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 Dann überlegen, mache ich das hier jetzt zu für das erste Schlafzimmer. Wenn ich das schräg mache. Aber dann aber wieder so wenig Platz. Aber wir machen erstmal die Etage hier oben drauf. Genau, was ich mir jetzt gerade gedacht habe. So. Hier unten können, wenn ich das so mache. Ja. Man kann hier nämlich Wohnzimmer hin, nein zu. Hier ist dann halt. Vielleicht machen wir da ein Badezimmer rein. Also hier kommt man dann rein, hat hier Badezimmer. Naja, ich glaube, ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Ne, doch nicht. Oder? Nein, okay. Badezimmer, hier hat man dann, keine Ahnung, hier ist dann halt die große Küche. Also nach oben die Räume ziehen. So, was machen wir noch? Ah, die Treppe müsste ich eben kurz schon mal hinstellen, sonst, Treppe ist mir immer noch zu klein. Mach mal die gleiche Nummer daneben. Genau. Weil dann kann ich auch nämlich sehen, wo ich die Räume bauen muss. So. Ne, wartet. Hier ist ja nichts. Hier könnten wir ein Badezimmer reinmachen. Gut. Haben wir hier schon mal ein Badezimmer? Hier können wir. Machen wir das so. Vielleicht das erste Zimmer oder so. So. Schlafzimmer. Hier soll ja Badezimmer sein. Vielleicht hier? Ja.
haben wir hier schon mal zweite Schlafzimmer, 1, 2. Kommt hier noch das Badezimmer für den hin. Ich werde natürlich auch Sims hier einziehen lassen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Mache ich hier die Halbwände hin? Stimmt. Wie sieht das denn hier aus? Ne, so hat nicht. Nehmen wir es noch mit Glas. Das hier wäre nicht schlecht. Ah nein. Eine schöne Galerie. Ja. Dann weiß ich nicht ungefähr, wo ich keinen Boden setzen darf. Offenbar. Hier noch ein Zimmerchen hin. Da haben wir hier noch mehr Platz zum Latschen. Und hier noch ein Zimmerchen. Könnte ich ja wartet. Vielleicht noch so einen Flur machen hier. Aber ne. So. Oder teile ich das hier in zwei Räume auf? Dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlafzimmer. So, hier unten. Also ach ne. So. Hier ist der Eingangsbereich, hier ein Badezimmer. So. Den Grundriss haben wir jetzt. Erstmal hier ein paar Fensterchen. Nehme ich solche Fenster? Ne. Aber welche Fenster nehme ich denn? Nehme ich die? Joa, nehme ich die. Die sehen schön aus. Ja, Küche soll ja auch schön licht sein. Das sieht aus wie so eine. Aber ich will ja das Fenster für hier haben. Kann ich auch gleich die doppelten Fenster nehmen. Also die hier. Ne, dann nicht doch lieber die. Und die gehen auch so schön übers Eck. Weil hier kommt dann eine Tür rein, Fenster. Schon gesagt, aber welche hatte ich denn jetzt?
Ja, hatte ich jetzt, ne? Ja. Hier kommt dann auch noch eins hin. So. So. Hier ins Wohnzimmer kommt jetzt nur eins hin. Immer nach oben. Ins Badezimmer kommt aber da eins hin. So. So. Packen wir hier noch eins hin und ach, da sollte es nicht hin. Genau. Fürs Flur. Für den Flur, nicht fürs Flur. Also diese doppelten, ne? Nee. Gucken wir mal in fürs Badezimmer, was wir da so haben, ne? Große Fenster haben wir jetzt auch nicht, oder? Doch, haben wir auch, aber ich würde. Nee. Na, dann gucken wir mal. So was hier. Ne, die sind mir ein bisschen zu klein. Müsste ich mal von außen gucken. Ja, wartet. Nummer eins hoch. Hier unten fehlt auch noch. So, kann auch sein, dass ich die hier nehme. Und in einer anderen Farbe. In weiß vielleicht. Die ist aber hier ein bisschen größer. Ah, das sind nämlich die gleichen. So. In der Mitte, über die in weiß. Ja. Das sieht doch gut aus. Was ist denn jetzt hier unten? Ach, hier unten ist das Badezimmer, stimmt ja. Dann sagen wir so eins in hoch. So. So. Ach, da brauche ich ja gar kein Fenster rein. Was wollte ich denn hier machen? Keine Ahnung. Achso, das ist ja auch ein Badezimmer. Okay. Hat sich schon erledigt. Machen wir auch nur zwei Fenster rein. Ich glaube, Fenster haben wir jetzt fast überall drin. So. Ja. Also eine Haustür. Ist jetzt für die Haustür sowas? Nee. Glastür. Nee. Noch für Türen. Die haben wir, die ist auch noch nie gehabt. Nehmen wir die. Passt auch zu den Fenstern. Im Garten nämlich. Wenn wir die in einzeln hätten. Nee. Diese stinknormalen Türen. Ja, nämlich, weil es ja Garten ist.
Ja, so eine Tür. So, Türen haben wir. Jetzt kommen wir zu den Anstrich der Wänden. Wie wäre es eigentlich, wenn wir das im Wohnzimmer so machen? Okay. Architektur hier wäre doch nicht schlecht. Der Anstrich hier. So. Schon mal für die Küche. Das Esszimmer nehmen wir weiß. So. So. Das Badezimmer nehmen wir weiße Fliesen. Fürs Wohnzimmer nehme ich, glaube ich, auch einen weißen Anstrich. Einen braunen. Schauen. Nee. Mal schauen. Wie wär's mit so einem Grün? Könnten wir machen. Grünes Wohnzimmer. Natürlich wird die Villa von außen nicht grün. Aber heute ist nicht mein Tag. So. Na, Grundwohnzimmer sieht doch toll aus. Naja, kann man so sagen, ne? Das sind für Verkleidung für außen. Immer das für draußen. Ja, also für außen haben wir schon mal die Wände fertig. Und der Rest wird dann halt doch weiß. Hier könnte so ein Spieleraum hin. Vielleicht rot und. Nee, rot ist nicht. Mal hier so ein blau nehmen. Dann nehmen wir das in blau. Wenn wir schon die Außenfassade in blau haben, können wir das auch gleich innenblau machen. Okay, dann ist es halt ein kunterbuntes Haus, aber nur unten. Oben wird halt einfarbig. Oh, hier ist ja auch noch. Ah, das habe ich da wohl noch übersehen.
sieht eigentlich schlecht aus. Uch. So. Ach, da habe ich noch was vergessen. Ach, Boden. So. Die Farben mache ich hier jetzt noch eben, ne? So. Dann mach schon mal die untere Etage voll und fertig mit. Ja. Dann sieht das Haus nämlich auch gleich wieder besser aus. Oben muss ich halt noch ein Dach drauf machen und Boden hier oben. Boden müssen wir auch noch gucken. Aber das machen wir doch mal in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao.